Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Dragon Age Inquisition. Ja, es läuft jetzt hier doch deutlich flüssiger als in den letzten zwei Videos. Wie gesagt, ich muss mich dafür nochmal entschuldigen, das war ein bisschen blöd. Aber jetzt geht es ja so einigermaßen wieder. Ja, wie gesagt, wir gucken mal, was hier so abgeht. Wir haben hier irgend so ein Lager, was wir, beziehungsweise so eine Feste, was wir angreifen können. Da können wir anscheinend welche schützen oder so. Wir versuchen es mal. Ah, den haben wir gleich. Genau, jetzt werden wir von hinten noch angegriffen. Achtung, Leute. Wunderbar. Da ist auch noch einer. Und dort sind auch noch welche. Tauchen die denn jetzt überall auf? Urplötzlich. Oh, was geht hier ab? Endlich ein Sieg! Was geht hier ab? Sieht aus, als ob das so eine kleine Stadt wäre, oder was? Endlich ein Sieg! Ich weiß es nicht. Wir sammeln erstmal auf, was wir hier bekommen können, und dann gucken wir da mal nach. Ich war hier ja noch nie. Und deshalb ist das immer für mich auch endlich wieder eine ein Überraschung. Ja, ich weiß, dass es endlich ein Sieg ist. Lass mich raten, endlich ein Sieg? Ach schade, ich dachte, da kommt noch was. Nun gut. Erstmal alles aufsammeln hier. Zack, zack. Wunderbar. Jo, und dann gucken wir da mal rein, ne? Endlich ein Sieg? Endlich ein Sieg! Ah, habe ich mir gedacht. Ah, sehr schön. Was ist das hier alles? Andere Seite, andere Geschichte. Sprich mit Marshall Proltz. Da. So. Einen guten Tag wünsche ich. Das war eine famose Vorstellung, Inquisitor. Meine Männer konnten die Horde kaum in Schach halten. Bastien Proul, Marschall der großherzoglichen Truppen hier in den Dales. Warum seid ihr hier? Warum habt ihr euch hier verschanzt? Wir mussten uns von der Westfront zurückziehen. Die Dämonen und Untoten waren einfach zu zahlreich. Aber hier ist es nicht viel besser. Meine Patrouillen kehren nicht zurück. Nachrichten kommen nicht an. Ich habe seit Wochen nichts aus der Hauptstadt gehört. Wenn wir unsere Vorposten zurückerobern, die Wälle oder sogar die Garnison am Fluss, so geht das nicht weiter. Ich will wie ein Soldat sterben, anstatt mich unter dem Bett zu verstecken und zu beten, dass die Monster mich nicht finden. Okay. Ich habe die Wälle zurückerobert. Ich habe die Toten von den westlichen Wellen vertrieben. Wirklich? Beim Erbauer, wenn ihr die Welle zurückerobert habt, gibt es noch Hoffnung für uns. Ich würde ja unsere Truppen außerhalb der Dales warnen. Aber angesichts des Chaos kommen unsere Boten nicht durch. Dämonen. Diese verfluchten Freikämpfer oder wie sie sich nennen. Freikämpfer der Dales? Ich habe etwas über die Freikämpfer der Dales gehört. Was wisst ihr über sie? Das ist eine Bande von Verrätern. Alles Schwächlinge. Dachten, der Krieg besteht nur aus ein, zwei Scharmützeln und dann geht's wieder ab zu Muttern. War aber nicht so. Also sind sie abgehauen und haben sich dem Erstbesten angeschlossen, der ihren Wankelmut für akzeptabel hielt. Jetzt wollen sie Unabhängigkeit, um nochmal ganz neu anzufangen? Lächerlich. Okay. Ich gehe dann jetzt mal. Lebt wohl. Jawohl, lebt wohl. Oh, was kann man denn hier machen? Hier gibt es doch bestimmt mehr als nur die paar Sachen. Bauer. Wussten Sie überhaupt? Im Chaos. Ich hasse es, auf den Tod zu warten. Sehr schön. Schon gehört? Fort Revasan.
gucken uns jetzt hier mal ein bisschen um. Hier können wir was nehmen. Legende der drei Schwestern, zweites Buch. Schöne Aussicht von hier oben. Genau, was ich brauchte. Genau, was ich brauchte. Ein Augenblick. Oh, ich habe keine Ahnung, wo es hier überall lang geht. Die Dämonen kommen näher. Okay, ich habe das Gefühl, hier geht's nicht lang. Oh je, komme ich denn überhaupt hier noch hoch? Ich hasse es auf den Ah ja, hier kann man lang. Ich glaube, das war schon extra dafür gemacht, für die Idioten, die da runterspringen wie mich. Ich hasse es. Aber man muss sie auch ausprobieren, ne? Ich hasse es, auf den Tod zu warten. Die Dämonen kommen näher. Feldwebel Moorsault. Habt ihr da draußen einige unserer Gefallenen gesehen? Hattet ihr hohe Verluste? Sind viele eurer Männer gefallen? Was ihr hier seht, ist der traurige Rest. Wir waren einmal 1000 Mann. Nicht zu wissen, was mit den Männern geschehen ist, die nicht zurückkehren, ist das Schlimmste. Sind sie desertiert oder tot? Falls sie tot sind, haben wir nichts, was wir ihren Familien sagen oder schicken können. Okay. Viel Glück. Gefundene Briefe der Soldaten, 4 von 7. Hm. Okay, das dauert wahrscheinlich auch noch ein bisschen. Hier gehen wir auch nirgendwo hin. Wie sieht es hier aus? Haben wir hier noch irgendwo was? Ich habe die Warterei satt. Hier ist ein Buch. Knallhart in der Oberstadt, Kapitel 8. Aha, hier hat Varric auch seine Finger im Spiel, wa? Warte mal. Heute geht es nicht um einen Raubbarrel. Meint er nicht, dass das heißt Merrill? Statt Barrel? Donnen musste den Kopf einziehen, um durch die Tür zu passen. Ich habe da etwas, das euch interessieren könnte. Er reichte ihr den Brief, den ihm die Frau des Magisters letzte Nacht überlassen hatte. Na, ich bin mir da nicht so sicher. Die Dämonen kommen her. Hoppala. So, wo geht das denn hier hin? Ich sage, wir sollten uns den Dämonen stellen. Wie sieht es hier auf der Karte aus? Also ich denke mal, hier kommen wir nirgendwo weiter. Einzige, was wir noch entkommen, ist hier einmal das. Ah! Es ist jetzt eingezeichnet worden, hier Trauer überlassen, wo die Briefe zu finden sind. Interessant. Gut, dann können wir das ja mal machen. Aber jetzt zunächst holen wir uns erstmal die Scherbe hier in der Nähe. Ah, ich finde Dragon Age immer wieder faszinierend, muss ich sagen. Mir gefällt dieses Spiel immer mehr. Und wie gesagt, ich bereue es, das kann ich immer wieder sagen, dass ich es beim ersten Mal durchspielen nicht gemacht habe, dass ich auch hier die Nebengebiete oder die Nebenquests gemacht habe. Die sind auch sehr schön gemacht. Gut, die Quest eher weniger, aber die Gebiete sind sehr schön. Zum Beispiel in dieses Gebiet, erhabene Ebene. Ich glaube, da muss man von der Story zum Beispiel gar nicht rein. Ich bin mir da jetzt nicht hundertprozentig sicher. Hier. Aber ich glaube, dass man hier nicht in der Story hin müsste und man ordentlich was verpassen würde. Wenn man denn das nur mit der Story machen würde. Finde ich sehr schön gemacht. So, dann gucken wir mal nach der Scherbe, die wir hier finden sollten. Oh, wer seid ihr denn? Polasianisches Buch haben wir jetzt schon mal 5. Jetzt brauchen wir nur noch alte Schriften. Und nur noch alte Schriften, habe ich gesagt. Oh Gott, überall polasianische Bücher. Brauche ich doch gar nicht. Warte mal hier.
Stelle Spielzeugsoldat, okay. Hier irgendwo muss die Scherbe sein. Ich gehe mal davon aus, dass die da oben drauf ist. Jetzt muss ich natürlich gucken, wie ich da hochkomme. Ha. So, mit Anlauf geht das. Ah, guck mal. Scherben in den Ebenen. Und hier haben wir noch was zu plündern. Naja, eine Turnierachse. Ist besser als nichts. So, jetzt müssen wir von hier aus mal gucken, wie wir dorthin kommen. Das wäre auch in die Richtung. Aua. Wo die rote Präsenzen daher kommen. Ach, das sind die Wölfe hier. Wenn ich Glück habe, jagen die dem Vieh da hinterher und lassen mich in Ruhe. Wenn wir Glück haben. Wenn wir Pech haben, greifen die uns gleich an. Müssen wir mal gucken. Ja. Ich denke mal, dass wir nicht mehr allzu viele Folgen brauchen. Dann haben wir die erhabenen Ebenen auch erstmal durch. Bis auf den Drachen. Ich weiß gar nicht, ob es hier einen Drachen gibt. Normalerweise ist es ja so, dass es in jeder Ebene, also in jedem Gebiet, einen Drache gibt. Ich gehe auch mal davon aus, dass es hier einen gibt, aber ich gehe mal nicht davon aus, dass wir den schaffen, beziehungsweise jetzt bald machen werden. Weil ich glaube, die sind einfach noch zu stark, die Drachen. Obwohl mir jemand schon in den Kommentaren geschrieben hat, dass man den Drachen in den Hinterlanden zum Beispiel schaffen könnte, weil das zum Beispiel halt einer ist, der am schwächsten ist. Das kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Das letzte Mal, wo ich ja vorgetäuscht habe, dass ich, da musste ich echt aufpassen, dass ich da nicht zu stark bin. Beim Kampf, da habe ich hin und wieder mal irgendeine andere Skill gedrückt, den ich eigentlich nicht wollte. Halt einfach aus schauspielerischer Leistung her, sag ich mal, was total grottig war. Habe ich ja gemacht wegen der Umwandlung des Charakters. Habe ich mir ja was einfallen lassen. Aber ich denke mal, dass man den sogar schon schaffen könnte, den Hinterlanden-Drachen. Nur, ich möchte den jetzt noch nicht machen. Vielleicht demnächst mal irgendwann in ein paar Folgen. Ich suche immer noch den Brief. Ach, hier ist er. Ich habe den Brief gefunden. Letzte Worte. Das Tagebuch des Speers ist blutbefleckt. Okay. Ja, und was haben wir hier? Oh, guck mal, die kuscheln. Ach nee, der kuschelt nicht. Hat der ein Dolch im Auge? Oder ein Pfeil? Ein Messer. Ich glaube, das ist ein Messer. Tja, muss er sich nicht wundern. So, ich reise mal hier hinten zu dem Lager, weil dort das nächste ist, den Brief, den wir nicht gesehen haben, aus Versehen. Sag ich mal, in Anführungsstrichen. Da brauchen wir, dann ersparen wir uns halt im Endeffekt viel Lauferei. So, jetzt müssen wir nur gucken, wo das sein soll. Laut Dings hier in dem Gebiet auf jeden Fall. Das heißt, wir können uns hier mal umschauen, so ein bisschen. Mal nebenbei hier V drücken. Vielleicht finden wir das Versteck hier. Wo der Brief liegen soll. Kann ja sein, dass er hier irgendwo liegt. Hier beim Wagen vielleicht da. Aber ich glaube, das ist zu offensichtlich. Oder? Ich weiß es nicht. Ah, hier haben wir zum Beispiel noch ein Säckchen, was wir plündern können. Bronto-Leder. Okay, da haben wir eine Blume. Wenn ich das jetzt hier aufklappe, ist noch im Gebiet drin im Radius. Ich gehe mal hier lang. Es kann natürlich auch sein, dass das da irgendwo beim Haus ist. Pass auf, dann gehen wir erstmal hier lang. Erstmal dort halt, wo es sein könnte. Und dann gucken wir mal. Kann ja sein, dass das auch irgendwo versteckt ist oder so.
Aber wer weiß das schon? Es war ein Embryum. Das hier ist das Boot. Hier ist nichts weiter. Nö. Das Lager der Inquisition. Joa, dann gehen wir mal weiter gucken, ne? Irgendwo muss das doch hier sicherlich sein, der Brief. Was für ein Chaos. Da kannst du aber laut sagen, Varric. Oh, jetzt gucken wir hier lang mal. Weiß gar nicht, bis wo ungefähr man das finden kann. Ja, das ist ja auch schon hier Grenze fast, ne? Deswegen gucke ich mich jetzt hier so ein bisschen um. Blutstein. Haben wir Blutstein überhaupt schon aufgesammelt gehabt mal? Nee, ne? Doch. Haben wir schon. Sonst hätten wir spätestens jetzt einen Codex-Eintrag dafür bekommen. Das öde Ufer. Nö, ich denke mal auch nicht, dass hier was ist. Ja, dann müssen wir nochmal zur anderen Richtung. Kein Ärger in Sicht. Bin ja mal gespannt, wo wir das finden. So ganz klar ist mir das ja noch nicht. Vielleicht auch oben auf irgendeinem Felsen oder so, aber das wäre meiner Meinung nach nicht so cool gelöst, muss ich sagen. Wer weiß, wer weiß. Oh, vielleicht hier irgendwo lang. Jetzt vielleicht nach rechts hier. Da könnte ja sein, dass hier auch irgendwo wer liegt. Ich glaube, dass es immer noch im Radius zumindest drin ist. Ha. Sehr komisch, das Ganze. Hier. Eventuell. Ne, hier sind Vorräte zwar, aber das war nichts, was dazu gehört. Eventuell bei dem Felsen da hinten. Warte mal, ich muss doch mal gucken. Nichts zu berichten. Also groß ist das Radius ja nicht, ne? Ich aktiviere das mal, damit wir sehen, wo wir hingehen können, wo das dann noch akzeptabel ist. Vom Suchen her. Okay, hier wird's eng. Das heißt, hier lang wird's wahrscheinlich auch nicht sein. Wir gehen jetzt alles ab hier, damit wir gucken können, wo wir das eventuell finden. Oh, da haben wir nochmal Blutstein. Ich würde diesen einen Zettel eigentlich gerne noch in dieser Folge noch finden. Tonung immer auf eigentlich. Können auch da oben mal gucken. Auf den Felsen. Das kann man auch machen. Wenn wir denn da hochkommen. Ich weiß zwar nicht, ob das so richtig ist. Aber ich glaube mal nicht. Egal, pass auf. Sonst dauert das zu lange. Wir suchen in der nächsten Folge nochmal weiter. Aber wir sind ja hier soweit durch mit dem Suchen. Wir können nochmal auf den Felsen beide gucken. Und dann sehen wir mal, ob wir diesen Bericht denn hier finden. Diesen Brief des Soldaten. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Bis dahin. Und tschüss.